So, da wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht heute ein paar Übeltäter dingfest machen können. Ne? Hier haben wir eine ganz klare Anweisung, Ein- und Ausfahrt bitte freihalten, auch gegenüber. Hier sehen wir einen abgesenkten Bordstein und hier sehen wir einen Tatbestand 090 6x6. Da ist jetzt auch egal, was die Leute sagen, ne? Das Schild geht, Gesetz ist Gesetz. So, da mache ich auch ein Foto von, lade das hier in die Applikation hoch und dann Standort wird erfasst, Ordnungsamt muss dann gucken, was es draus macht. Ne? Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Kapitalverbrechen vorliegen. Offensichtlich viel zu weit auf dem Bordstein. Da kann man auch mal Maß anlegen. Mindestens 20 cm auf dem Bordstein. Das geht so nicht. Das sind 70 Euro und ein Punkt. Hier liegt ganz klar eine Behinderung vor. Ich kann die Behinderung auch mal kurz verwirklichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so langlaufe, ist das hier ein Weg. Da muss ich auch so einen Schlenker nach links machen und hier ordentlich weiter wie ein normaler Passant passieren zu können. Wie viele haben Sie heute schon dran gekriegt? Zwei Falschparker habe ich heute schon registriert. Im Ernst? Ja. No? Zwei Stück. Und die waren richtig fällig. Da. Ja, mussten aber ran. Habe ich ja schön für die Stadt erwirtschaftet. Ne? Gute Sache. Alleine letztes Jahr habe ich für Grünhainichen mindestens 2,52 Euro erwirtschaftet. Ja, hier haben wir natürlich jetzt die Situation, dass das je nach Auslegung des Gesetzes auch durchaus als Kraftfahrzeug durchgehen könnte. Registriere ich mal lieber. Also es wirkt, als würde der Herr hier gerade Frachtwerk abtransportieren, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ne? Das ist ja auch Fußgängerzone. Ne? Das sind 70 Euro in Punkt. Ne? Das ist auch direkt gemeldet. Da müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein Dezibelmesser rausholen, um zu gucken, ob sich nicht hier eine Ordnungswidrigkeit bis hin zur Straftat vorliegen lässt. Ne? Da bist du im Trugschluss erlegen. Das ist hier kein Polizei, was da steht. Das ist B0L. Hier haben wir noch ein kleines, das ein kleines L haben wir hier noch vorliegen. Ne? Und das, hier noch mal, das sieht man ja an dem kleinen Zipfel. Also hier steht quasi B0L. Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall, in jeder deutschen Stadt einmal auf die Stolze bekommen zu haben. Weil nämlich Leute, die mit Gewalt und Hass auf mich reagieren, sowas von viel bessere Menschen sind. Ganz toll. Hier habe ich jetzt gerade ein mittelgroßes Fragezeichen vor mir, weil ja für gewöhnliche Stufen den Transport auf eine höher gelegene Ebene fungieren. Ne? Und da muss ich zeitnah mal die Stadtordnung konsultieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob das hier im Bereich des Legalen ist, wenn man sich dort zum Verweilen aufhält. Hier jetzt zum Beispiel haben wir direkt auch ein potenzielles Verkehrsdelikt hier, weil der Helm gehört natürlich auf den Kopf. Ne? Du weißt es. Wo gehört der Helm hin? Auf den Kopf. Ja, richtig. Und wo ist der Helm hier gerade? Am Fahrrad, genau. Ach so, das ist dein Fahrrad? Ja. Na, da müssen wir aber direkt erstmal gucken, ob hier genug Reflektoren dran sind. Na, hier zähle ich schon mal 0 von 2. Da wird das Ordnungsamt drüber freuen. Nee, alles gut, Alter. Warum? Sei kriminell. Geil. Hier wird, glaube ich, gerade eine weitere Behinderung verwirklicht, weil, ne, wenn hier ein Passant vorbeikommt, ist ja klar, ist ja schwer, hier zum Schillerhaus durchzugelangen. Ne? Wir wollen ja da rein. Ja, da wollt ihr rein, da müsst ihr aber auch langsam mal bewegenden Verkehr hier einleiten. Ne? Ja, weil zum Verweilen ist dieser Ort hier nicht so günstig. Ne? So, jetzt hier zum Beispiel haben wir ein weiteres Delikt hier, das sind einmal 15 Euro. Hier haben wir gerade ein Kaugummi vorliegen. Ich weiß nicht, ob der junge Herr dafür verantwortlich ist. Ich messe einmal nach. Na, das sind über 2,5 cm. Das ist doch nicht Ihr Ernst jetzt. Warten Sie, ich muss hier auch gerade einmal ein Foto von dem Kaugummi machen. Das ist alles Beweismittel, ne? Ja, genau. Ist das Ihr Kaugummi? Nein, Gottes Willen. Junger Mann, ne? Also, wenn ich das im Ordnungsamt mir jetzt melde, das sind mindestens 2,50 Euro der Stadt erwirtschaftet. Ist Ihr jetzt? Ist das Ihr jetzt? Ja, um Gottes Willen. Na, da will ich aber hoffen jetzt, ne? Na, aber hier, gucken Sie doch mal, hier ist direkt der nächste Übeltäter. Was ist das denn? Ja, das sind ja. Das würden sich zulassen. Na, aber das sind fast 8 cm in der Breite. Na, und hier nicht. Oh. Sagen Sie mal, gerade so vor dem Gehweg geparkt, das ist noch im Bereich des Möglichen. Wir müssen Sie aufpassen, nicht noch 2 cm weiter um den Gehweg beginnen. Das ist dann nicht mehr gestattet. Wo kommt das nämlich hin? Sehr gut, aber erst wenn es aus ist. Sonst fängt das Feuer. Aber ein Havariefall, das wollen wir hier nicht. Ich bin der Anzeigenhauptmeister, ne? Genau. Ich bin der Richtige, klar. Ich bin jetzt umgesattelt hier auf meinen
Scooter, weil das ja ein bisschen umweltfreundlicher ist. Ne? Weißt ja, wie es ist. Fahrrad ist immer ein bisschen sperriger, nimmt mehr Platz weg in der Bahn. Und das hier, das kann man zusammenklappen, ist ganz praktisch gemacht. Ne? Ja, gut, dann. Guck einmal hier, ne? Da, Fahrrad gefahren in der Fußgängerzone und dann der Helm hinten im Gepäckträger drin. Das ist gefährlich. Und aber gegen das Gesetz. Bitte? Ganz kleines Stück. Gibst du nur 5 Euro, dann darfst du weiterfahren. Hör auf, Alter. Doch, jetzt müssen wir, jetzt ist aber Zeit wichtig. 85 cm auf Bordstein. Das ist ja jetzt, da können wir schon fast davon sprechen, dass das mit Vorsatz passiert wird. Das ist mein Auto. Ja, 85 cm auf dem Bordstein steht. Ich war ganz kurz. Ja, ganz kurz, das ist egal. Das wird das Ordnungsamt, aber jetzt. Sind Sie denn das Ordnungsamt? Bin ich nicht. Aber ich kann das ja dem Ordnungsamt melden. Ne? Machen Sie das, interessiert mich nicht. Ja, aber. Wer sind Sie denn? 70 Euro. Ja, wer sind Sie denn? Ja, ich bin der Anzeigenhauptmeister. Ach, toller Job. Dankeschön. Na, herzlichen Macht Glückwunsch. Macht Spaß, ne? Glaube ich Ihnen gerne. Viel Erfolg. Dankeschön. Wie heißen Sie denn? Doch, das tut doch nicht zur Sache. Dann rufe ich die Polizei, um die Personalien festzustellen. Ja, machen wir aber nicht. Haben Sie gerade ein Foto von meinem Auto gemacht? Na ja, klar, weil Sie hier im Halteverbot stehen. Das ist Privateigentum. Sie stehen ja hier offensichtlich. Wenn das öffentlich gemacht wird, verklage ich Sie auf jeden Cent, den Sie haben. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Super, wie aggressiv die Leute reagieren, wenn sie ertappt werden. In jedem Fall, ich find's dumm, dass ich das sagen muss, aber so mimisch wie der Kollege Anzeigenhauptmeister ist, lass den noch in Ruhe. Wer da mit Hass und Gewalt reagiert, der ist einfach 10-mal schlimmer als alles, was der Kollege macht. Liebe meine Leute, schönen Tag noch.